Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 14 bei Transport Fever. Wir haben in der letzten Folge eine Zuglinie von Hilst nach. Tak, 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 erstmal rauszoomen. Hier hinten nach Valmo gebaut. Und diese Zugverbindung verbindet Hilst mit Valmo, logischerweise. Im Personenverkehr. Und. Psylla. Ich muss mal wieder hier mit X und Y reinzoomen und rauszoomen. Ist besser. Und hier geht es ganz schön steil nach oben. So steil ist es gar nicht. Aber es ist trotzdem steil. Das ist eine ganz schöne Steile. Wir kaufen dann drüben in Hilst einen Zug. Ich möchte hier erst vorab ein paar Straßen ziehen. Zack. 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 Noch irgendwo hier, eventuell. Ich will das Gebäude eigentlich nicht entfernen. Es geht nicht anders. Hier geht's aber. Zack. Tun wir hier mal ein paar Haltestellen hinzufügen. Wie zum Beispiel hier am Bahnhof. Dann hier unten. Hier und hier. Ja, habe ich eigentlich jetzt alles durch. Können wir mal eine neue Linie machen. Die geht dann von hier nach da. Nach da. Da, nach da, nach da, hier zurück, hier hin, dahin, dahin, und dann nimmt der hier. Nee, lass mal so. Ist zwar eine bisschen komische Linie, aber gut. Dann tun wir hier mal nochmal ein Fahrzeugdepot hinsetzen. Straßenfahrzeuge. Tun wir drehen. Setzen wir dann gleich mal hier so hin. Oder gerade was mit 11. Oder hier. Und Postkutsche. Können wir ja mal so etwas grünlich machen. Dann haben wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Die setzen wir alle auf Linie 1. Können wir mal wieder ein bisschen Tempo machen. Ne, machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. Jetzt haben wir wieder das Geld verloren. Nicht gut. Gar nicht gut. Wir wollten doch Zug kaufen. Zukaufen, noch mal ganz kurz was leihen. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Aber wir haben es trotzdem getan. Zack. Hier ist das Depot. Aufrüsten? Kann man den aufrüsten? Keine Parameter. Okay. Gut zu wissen. So, Lokomotiven. Haben wir zwei Stück. 45. Die kostet auch ein bisschen mehr. Wie viel kosten die Wagen? 50, 40. Ja, da macht es auch mehr Sinn, dann die zu nehmen. Zumal den mal nicht orange machen, so wie die andere, sondern so in den grünen. Zack. Und Passagierwagen. Lass mal auch mal grün. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. 7, 8, 9, 10. Und setzen die auf die neue Linie.
Zack. Zack. Und wie haben wir das genannt? ETC? ETC, oder? Esmeraldian Transport Company, genau. Und das ist dann von Hilst nach Valmo. Hilst Valmo. Zack. Jetzt können wir es anlaufen lassen, oder? Das ist noch nicht voll. Aber hier hatten jetzt 32 Leute. Die wollen unbedingt nach Supok, die 32 Leute. Und hier? 9. Wo ist der gerade hin unterwegs? Nach Hilz. Mal super fast hier. Tun den mal hier runterpacken. Gucken den mal zu. Kommen die Linien hier sich gerade irgendwie in die Quere? Scheint nicht so. Aber Linie zuweisen. Den können wir hier mal angucken. Bleibt das dann? Den gucken wir mal an. Aber nicht im Vollspeed, sondern in dem hier. Da ruckelt das nicht so. Ist doch schön entspannt sowas. Gleich rauscht nämlich jetzt der andere Zug nach vorbei. Wenn wir noch sehen. Wenn wir noch sehen. Komm, komm. Lass mich den Screenshot machen. Das wird klapp. Schade. Sehr schade. Gehen wir noch mal kurz raus. Stopp. Hier. Die sind schon hier. Okay. Der andere ist da hinten. Ist eigentlich ein super Samt, ne, wenn ich das mal so mache. Nee, so. Zack, zack. Eigentlich hätte ich ein paar Wagen noch ranhängen können hier, von dem hier hin. Aber gut. Hier ist Screenshot und weiter geht die Butterfahrt. Achso, zack. Achso, kann ich auch über Tab regeln. Gut zu wissen. Nur nicht das Anhalten, oder? Gibt es bestimmt irgendwie eine Taste noch für. Aber sonst sieht die Landschaft eigentlich richtig gut aus. Ich bin gespannt, wenn der Wintermod kommt. Ich schaue schon eifrig. Aber gerade ist es auch sehr warm draußen. Wir haben aktuell 11 Grad. Und es ist hier 7:45 abends. Und wir haben heute den 17. November, wo ich das aufnehme. Also ganz frisch. Ja, also kommt die Folge am Samstag. Mister. Das müsstet ihr am Samstag sehen, genau. Wieder über das Andreaskreuz. Ja, es war schon ein leichter Ruckler drin gerade. Gerade geht es noch bergauf, ne? Aber das nimmt ja gespannt. Gleich geht's bergab. Bin ich mal auf die Tunnelfahrt gespannt. Sehr gespannt bin ich da. Aber die Tunnelfahrt, die seht ihr in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ja, und ciao, ciao. Euer Gaisus.